Ja, moin zusammen. Hier ist der Ladde vom Hoax-Team und wir befinden uns hier heute in Wilmersdorf in den heiligen Hallen von den Snipers on the Rooftop. Wir sind hier mit den Jungs zum kleinen Interview verabredet. Im Hintergrund hört ihr die schon. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken mal, was die da so treiben. Also, hinterher. Ja, der letzte Ton wurde gespielt. Schnell hinterher. Moinsen! Tag, die Herren! Hallo. Guten Tag! Hagi, moin. Moin! Olaf! Hallo, ja, Radi, na? Alles frisch? Moin! Alles gut? Ja, wir wollen heute ein kleines Interview machen. Habt ihr Bock oder was? Da sind wir dabei. Sehr gut, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, richten wir uns hier nochmal ein bisschen kurz ein, machen es uns gemütlich, machen uns ein Bierchen auf und dann, ja, melden wir uns gleich wieder, wenn alles steht. Bis gleich. Ja, ich sitze jetzt hier mit den Sniper-Jungs auf deren Casting-Couch. Ich begrüße euch nochmal alle ganz herzlich und freue mich, dass wir hier sein dürfen. Hallo. Hallo, moin. Ich würde sagen, vielleicht starten wir mit einer kleinen Vorstellungsrunde einfach. Jeder einmal ganz kurz Name, Funktion in der Band und dann gucken wir, was ich mir für fiese Fragen für euch ausgedacht habe. Ja? Lars Rowohlt, Bass. Moin. Lars Rowohlt, Bass. Hacki, Gesang. Radi, Schraddelgitarre. Ich bin der CD, ich spiele Schlagzeug. Ich bin Olaf, spiel Gitarre. Hello, 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 Mr. Topmodel. Denn eine zu den Snipers on the Rooftop gekommen? Wann und wie habt ihr euch zusammengefunden? Wie ist die Band entstanden? Hagi, vielleicht du? Das ist ja mehr als kompliziert. In der Kurzfassung, CD und ich haben mal bei einer Vorgängerband zusammengespielt. Und dann hat sich das getroffen, dass wir dann plötzlich 3, 4, 5 Leute am Start hatten. Und Radi kenne ich schon lange und Olaf lief mir auch über den Weg. Lars habe ich beim Schweinegrillen getroffen. Im Wald. Das hatte alles zur Folge, dass ich von der Gitarre über Bass plötzlich zum Gesang wechseln musste, weil da hatte sich noch keiner gefunden. Und das hat sich so über die letzten 10 Jahre alles dann herauskristallisiert, dass das hier die bestmögliche Aufstellung ist, die wir haben können. Hat sich bewährt. Ja. Ja. Ihm ist nichts hinzuzufügen. Also seit über 10 Jahren seid ihr in Gange. Ja. Und der Name Snipers on the Rooftop ist ja halt nun recht speziell. Also das ist mir so als erstes erstmal gefallen. Wie kommen wir denn auf sowas? Leidenschaftliche Gamer oder? Nee, gar nicht mal. Also da kann ich tatsächlich erzählen, dass als unsere Vorgängerband zusammengebrochen ist, war dieser Proberaum noch da. Das war ja ganz cool. Und da hatte ich hier im Dorf doch tatsächlich so einen 18-jährigen Punk Typen, der mit mir hier Punkmusik gemacht hat. Da war nur Schlagzeuger und ich dabei. Die Kritzeleien da, die sind dann auch von denen. Noch, das ist noch 15 Jahren viel das, ne? Nicht schlecht. Wir haben also wirklich richtig schön Punk mit unverständlichen Texten geschrieben. Aber die Band hat dieser gute Volker, nochmal einen schönen Gruß an Volker, sehr, sehr kreativer Typ auch, hat sie Snipers on the Rooftop genannt. Und ich fand diesen Namen, der rollt so schön und der sagt vieles aus oder auch nichts und den haben wir dann übernommen. Okay, vielen Dank an Rolf. Volker. Okay. Ja, so ist, wenn man, ich habe mich auf die nächste Frage konzentriert. Also, okay. Wie würdet ihr eure eigene Mucke beschreiben und vor allen Dingen, wodurch fühlt ihr euch so beeinflusst? Durch andere musikalische Größen, die vielleicht jedem so ein Begriff sind. CD? Ich glaube, klassisch nennt man unseren Stil Gitarrenrock.
Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass ich natürlich gerne so der Prodi-Rhythmiker bin, ne? So viel beeinflusst durch Progressive Rock der 70er Jahre. Ja, aber grundsätzlich klassisch Gitarrenrock. Alles Kinder der 70er und der 80er Jahre, teilweise der 90er. Olaf ist der Benjamin unter uns. Und da sind wir hängen geblieben. Okay. Und wie sieht so klassischerweise so ein, also wie entstehen eure Songs, wie sieht so ein Songwriting aus? Kommt da jeder irgendwie, nimmt da was mit in die Jam-Session hier rein und sagt, Mensch, ich habe da was Neues? Oder wer kümmert sich um die Texte? Wie kommt das so bei euch zustande? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also die meisten Songs bereitet Hucky eigentlich vor, dass er da irgendwie so ein paar Gitarrenriffs hat, oder auch schon Melodie, Gitarre, Refrain, auch schon manchmal einen Text dazu hat. Dann kommen wir dazu, haben auch noch einige Ideen, ändern viel um. Manchmal sind wir nur beim Warmspielen, haben wir einfach nur so einen Riff, wo wir was runterspielen und sagen, da können wir noch einen Song draus machen. So. Ja. Also, aber so 90% kommt da so aus Huckys Feder, würde ich mal so sagen. Sieht Hucky genauso. Ich wehre mich da nicht gegen. Es gibt tatsächlich keine Texte, also ich habe den Leuten nichts zu sagen. Und deswegen, da bin ich ganz stolz auf mich. Ich habe immer nur der Refrain ist gleich. Die Strophe ist tatsächlich bei jedem Mal, dass wir proben oder auch bei jedem Auftritt, einmalig. Das wird nur einmal so dargeboten und beim nächsten Mal singe ich was anderes. Interessant. Das ist bei uns immer eine große Herausforderung, weil manchmal wartet man ja auf bestimmte Wörter aus dem Text heraus, wo man sagt, ah, jetzt kommt der Refrain oder jetzt kommt das. Und dann ist das irgendwie wieder anders. Und okay. Nicht schlecht. Ja, wir hatten ja nur die große Ehre, euch auch letztes Jahr schon beim Hoax 2016 dabei gehabt zu haben. Und ihr habt quasi die ersten Töne, die hier auf einem Hoax gespielt wurden, die kamen von euch. Wir werden in 30 Jahren uns daran erinnern. Wer hat den ersten Ton gespielt? Es war Radi beim 30. Hoax. Vor 100.000 Leute werden wir es nochmal wiederholen. Denn wir alle, wir sind froh, glücklich und gut gelaunt. Wir sind auf einem sehr einfachen Weg, dem Easy Way. Was bleiben da für Erinnerungen vom Hoax? Wie fandet ihr das? Vielleicht auch als kleinen Ausblick für dieses Jahr, als kleine Motivation für die Leute, dann auch zu uns zu kommen. Olaf? Letztes Jahr war natürlich das Wetter nicht so toll, aber dieses Jahr haben wir ja strahlenden Himmel und 30 Grad bestellt. Ist angemeldet, ja. Das ist schon, ja, haben wir auch gemacht. Und da kommen dann sicherlich auch der ein oder andere mehr und dann wird das natürlich eine richtig, richtig coole Sache. Nicht nur eine... Nicht riesig. Super. Ja, sogar deine Eltern waren da, kann ich mich erinnern. Ne? Die waren wahrscheinlich auch schwer begeistert. Ne? Auf jeden Fall. Wir sind natürlich auch glücklich, dass wir das Trumpf-Ass ja bei uns in der Band haben. Ja, CD. Ja, so Hausherr und Hausmeister in einer Person. Und das ist immer nochmal ein kleiner Bonus für die Band, wo wir dann auch sagen, sehr gut gemacht. Ja, da sage ich, da ist ja dann auch in meinem Herzen oder in meiner Brust schlagen dann ja zwei Herzen. Ja. Zum einen als Musiker der Snipers, zum anderen als der eine oder andere, der eine oder andere wird ihn erkannt haben. Und von daher ist das natürlich für uns, fürs Dorf, für Hardeweg, für das, was wir immer mal so als Vision hatten, sensationell. Und auch für uns als Musiker ist das klasse, auf so einem Open Air zu spielen und das zu eröffnen oder eröffnen zu dürfen. Und von daher sage ich, 16 war sensationell, 17 wird tausendmal geiler. Also ja, mein Daumen hoch. Mein Daumen, das ist sogar noch besser als die Radi-Party vor 5 Jahren. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Kurve gekriegt. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Wer ein bisschen mehr über die Snipers noch erfahren will, kann gerne im Internet nachgucken. snipers-music.de, wenn ich recht informiert bin. Und da gibt es auch eure neue aktuelle CD seit ein paar Jahren. Genau. Von den Snipers hier das Album Easy Way. Zieht's euch rein, echt coole Mucke. Schaut im Internet nach den Sniper-Jungs und ja, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Am 19. August ist soweit und ich sage vielen Dank, dass wir hier sein durften, Jungs. Ja, habt noch einen schönen Abend und ja, hoffentlich sieht man sich bald mal wieder. Ja, ja, vielen Dank. Und wir sagen Hoax! Hoax! Ciao.